Regelmäßig werde ich gefragt, was ich überhaupt richtig studiere. Und genau das möchte ich dir erklären, deswegen hol dir doch einfach mal was zu trinken und lass mich dir erklären. Also gut, lass uns beginnen. Der ein oder andere wird vielleicht mein altes Video von vor 4 Jahren bereits kennen, wo ich erklärt habe, was ich studiere, jedoch stimmt das mittlerweile schon seit einigen Jahren so nicht mehr. Damals studierte ich noch Wirtschaftsingenieurwesen mit Elektrotechnik. Das Problem dabei war, Elektrotechnik fand ich einfach unfassbar langweilig und unspannend. Wäre das hier zum Beispiel Maschinenbau gewesen, wäre das wahrscheinlich ganz anders gewesen. Und so habe ich mich damals dazu entschlossen, an der Uni Wuppertal einen anderen Studiengang zu starten, nämlich das Studium der Wirtschaftswissenschaften. Und genau dieses Studium werde ich, wenn alles funktioniert, nächstes Semester mit dem Bachelor abschließen. Und um die Frage nach meinem Studium genau zu beantworten, möchte ich das ganze Video gerne in 3 Teile teilen. In Teil 1 möchte ich dir gerne genau erläutern, was für Fächer ich so habe in den verschiedenen Bereichen der Wirtschaftswissenschaften. In Teil 2 möchte ich dir dann sagen, wo man damit denn später arbeiten könnte. Und Teil 3 geht an die Leute, die eventuell selber studieren wollen und eventuell sogar Interesse an diesem Studiengang haben, denn dann soll es darum gehen, für wen dieses Studium eventuell etwas sein könnte. Doch was genau müsst ihr euch unter dem Begriff Wirtschaftswissenschaften überhaupt vorstellen? Ich unterteile das Ganze in 3 Bereiche, den betriebswirtschaftlichen Teil, den volkswirtschaftlichen Teil und den Recht- und Methodenteil. Wichtig hierbei zu erwähnen, es gibt einen sogenannten Grundstudienteil, das heißt also Fächer, die wir machen müssen, und dann noch Wahlpflichtfächer. Ich packe die jetzt aber alle zusammen in die verschiedenen Bereiche, weil die sich alle in die verschiedenen Themen subsumieren lassen. In Teil 1 der Betriebswirtschaftslehre geht es, wie der Name bereits vermuten lässt, wirklich um das Wirtschaften in einem Betrieb, also die verschiedenen Bereiche, ob es Produktion, Logistik, Marketing, Organisation, Finanzierung, Investitionen und. Alles, was in einem Unternehmen anstehen kann, wird dort behandelt. Und durch die verschiedenen Betriebsbereiche hast du auch ganz unterschiedliche Dinge, die du lernen musst. Auf der einen Seite musst du sehr, sehr viel auswendig lernen und das ist dann wirklich sehr, sehr trocken. Reines Auswendiglernen von Wissen. So musst du dich bereits für ein Fach einfach nur ein gesamtes Buch auswendig lernen, dessen Zusammenfassung dann hinterher über 100 Seiten hatte. Auf der anderen Seite hast du dann aber wirklich Aufgaben, anwendungsbasierte Aufgaben von Unternehmen, die potenziell existiert haben oder sonstiges, was sehr, sehr praxisnah ist. Ganz unterschiedlich in den verschiedenen Bereichen, wie gesagt. Hier siehst du zum Beispiel eine Fallstudie aus dem Fach Entrepreneurship und Gründungsmanagement, in dem wir uns verschiedene Unternehmen, die tatsächlich gegründet wurden, angeguckt haben, dessen Geschichte genauer erleuchtet haben und warum sie eventuell funktioniert bzw. nicht funktioniert haben. Auf der anderen Seite muss man natürlich in Fächern wie Investition, Finanzierung, Produktion, Logistik, etc. auch sehr, sehr viel rechnen, um da die effektivsten Ergebnisse rauszubekommen. Und natürlich findet man nicht hier alles gleich spannend. Also es gibt immer wieder Themen, wo du sagst, ey, die sind super interessant, und auf der anderen Seite Themen, wo du denkst, boah, muss das sein? So ist es in meinem Fall, dass ich Organisation, Unternehmensführung und auch Finanzierung und sowas super interessant finde. Wohingegen ich dann zum Beispiel bei Produktion und Logistik einen Bogen mache. Im 2. Teilgebiet der Wirtschaftswissenschaften geht es dann eben um die Volkswirtschaftslehre, welche dann wiederum in verschiedene Einzelteile untergliedert werden kann. Also Makroökonomie, das bedeutet gesamtwirtschaftliche Zusammenhänge, Mikroökonomie, das bedeutet also einzelne Haushalte, also deine Familie, meine Familie, einzelne Unternehmen werden dort betrachtet, aber auch wirtschaftspolitische Bereiche oder Finanzwissenschaften sind dort eben Themen, die wir uns anschauen. Wir haben auf der einen Seite sehr, sehr viel theoretisches Wissen, Konzepte und einfach Theorien, die wir lernen müssen, und auf der anderen Seite haben wir auch immer einige Rechnungen, zum Beispiel von externen Effekten, ob der positiv ist, negativ, wie groß der ist, wie der vielleicht internalisiert werden kann und. Nur um ein Beispiel zu nennen. Mit Recht und Methoden, also dem 3. Teilbereich meines Studiums, wird das ganze Studium dann etwas erweitert in der Breite. Hier kommen dann Fächer vor wie Wirtschaftsinformatik, Mathematik, Statistik, aber auch einige Rechtsfächer wie Privat- oder öffentliches Recht. In Statistik zum Beispiel lernst du eine Vielzahl statistischer Modelle, um die für dich relevanten Informationen zu erhalten. In Grundzügen des Privatrechts lerne ich dann zum Beispiel einige wichtige Rechtsbegriffe. Hier drunter fallen zum Beispiel natürliche oder juristische Personen, Rechtsobjekte oder Rechtsgeschäfte, Dinge, die eigentlich sehr, sehr relevant sind, allerdings in der Schule gar nicht erklärt werden. Insgesamt wird also hier neben den beiden Wirtschaftswissenschaften, Betriebswirtschaftslehre und Volkswirtschaftslehre, noch weiteres Wissen einfach angeeignet, damit man hier breiter gestreut ist und auch wirklich relevante Informationen später für den Job hat. Und auch mal ganz kurz off-topic, auch hier wird einiges wie an der Schule gelehrt, was später für deine Zukunft potenziell einfach gar keine Relevanz hat. Kommen wir nun zu Teil 2,
Wo arbeiten Wirtschaftswissenschaftler? Nun, als allererstes muss man natürlich erwähnen, dass der Bachelor noch nicht das Ende ist. Man kann also noch den Master machen, welchen ich auch machen werde. Hierbei wirst du dich in der Regel auch bereits deutlich mehr in eine Richtung positionieren. Der Bachelor kann dann noch relativ großflächig sein. Im Master wird das Ganze schon viel, viel detaillierter in eine Richtung gehen. In meinem speziellen Fall schwanke ich zwischen den beiden Studiengängen Management und Marketing und Entrepreneurship und Innovation. Beides sehr, sehr spannende Studiengänge und für meine Zukunft sehr, sehr passend. Und insgesamt ist genau dein Interesse sehr, sehr entscheidend, denn Wirtschaftswissenschaftler werden in der Wirtschaft in verschiedenen Bereichen gesucht. Bist du also zum Beispiel an Finanzen interessiert, dann gibt es da einige Bereiche. Bist du zum Beispiel mehr am Management interessiert, dann gibt es da Bereiche. Bist du eher am Marketing interessiert, dann da. Und. Die Liste ist sehr, sehr groß in den verschiedenen Bereichen. Deswegen muss man dann wirklich auch priorisieren. Daran habe ich Interesse, daran nicht. Für mich zum Beispiel käme ein Job in der Logistik überhaupt nicht in Frage, einfach weil es mich null interessiert und ich dort todunglücklich wäre. Dagegen sehe ich mich sehr, sehr stark in der Unternehmensberatung oder auch in der eigenen Unternehmensgründung. Auch das ist natürlich eine Möglichkeit für Wirtschaftswissenschaftler. Kommen wir nun zur dritten Frage. Für wen ist dieses Studium etwas? Ich kann dir direkt versprechen, nicht jedes Fach wird dich interessieren. Es wird immer wieder Themen geben, wo du dir denkst, oh nee, darauf habe ich keine Lust. Das sind einzelne Fächer, durch die du durch musst. Es wird aber gleichzeitig viele, viele Bereiche geben, wo du dir denkst, so macht man das also und so läuft das ab und das ist ein unfassbar spannendes Gefühl, wenn man sich dafür interessiert. Gleichzeitig ist eine kleine Affinität für Zahlen schon ein großer Vorteil, weil natürlich musst du nicht überall rechnen und es sind auch nicht immer die super schweren Aufgaben, aber du wirst rechnen müssen und wenn das gar nichts für dich ist, dann wird das im Studium manchmal schon etwas anstrengend. Auf der anderen Seite kommen jedoch dann auch immer wieder Fächer, wo du reines auswendig lernen können musst. Das bedeutet also stupides Theoriewissen, was du einfach dann drauf haben musst. Das wirkt manchmal etwas ermüdend, kann aber richtig spannend sein. Nicht bei jedem Fach aber. Wenn du also ein wenig Interesse für Wirtschaft, ob jetzt Betriebswirtschaftslehre oder Volkswirtschaftslehre mitbringst, so ein bisschen mit Zahlen umgehen kannst und auch gleichzeitig das Wissen hast, wie man gut viel auswendig lernt, dann wird dieses Studium auf jeden Fall sehr, sehr gut machbar für dich sein und auch für dich interessant. Solltest du Fragen zum Studium haben, dann schreib mir die doch gerne mal unten in die Kommentare und allgemein bin ich natürlich auf dein Feedback gespannt, denn davon lebt dieser Kanal. Nur so können die Videos besser werden. Für heute soll es das aber gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, wünsche dir noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao.